Danke, Herr Präsident, Frau Ministerin, Hohes Haus. Ganz kann ich den Optimismus des Kollegen Mayer nicht teilen, dass diese Trippelschrittchen ganz entscheidende Weichenstellungen sein sollen. Das ist im Ausschuss ja nicht einmal von der Frau Ministerin behauptet worden, sondern sie hat das wesentlich realistischer eingeschätzt und davon gesprochen, dass es ganz kleine Schritte sind. Aus unserer Sicht gehen die nicht einmal in die richtige Richtung. Wir werden daher die jetzt zur Debatte stehenden Punkte ablehnen. Erfolgreich unterwegs, das ist eine Schönrederei dessen, was wir bildungspolitisch derzeit aufführen. Wir haben Blockade. Österreich steht nach wie vor mit beiden Füßen voll auf der Bildungsbremse. Und wenn wir uns jetzt diesen Vorlagen zuwenden, das Bundesschulaufsichtsgesetz, beispielsweise die Einführung eines Qualitätsmanagements, das haben sich alle Experten doch deutlich anders vorgestellt. Und ich weiß, dass auch die Frau Ministerin sich das wohl ursprünglich anders vorgestellt hat. Die Goethe hat hier entscheidende Schritte verhindert. Und ich darf darauf hinweisen, oder ich muss leider darauf hinweisen, dass die Reform, die hier ansteht, im Rahmen der bestehenden Behördenstruktur, wie es so schön heißt, durchgeführt wird. Das heißt, es ändert sich de facto gar nichts. Landesschulräte, Bezirksschulräte, der gesamte bürokratische Apparat, der schon jetzt erstarrt ist, der schon jetzt Initiativen mehr behindert, als er sie fördert, das alles bleibt aufrecht. Und das sind nicht jene Schritte, die wir brauchen. Was wir brauchen, ist endlich mal ein grundlegendes Bekenntnis dazu, wohin die Reise gehen soll. Und solange sich ÖVP und SPÖ darin nicht einig sind, können wir natürlich auch nicht warten, dass wir so kleine Reformschritte hier in die richtige Richtung machen. Denn das ist ja logisch. Die einen wollen blockieren, die anderen wollen zwar, aber trauen sich nicht. Wie soll das vorwärts gehen? Das, was wir jetzt haben, ist ein Goethe-Modell, leider Gottes modern, ist bestenfalls die Sprache. Ich mache aus Schuldirektorinnen und Schuldirektoren, mache ich Schulmanager. Konsequenterweise werden Bezirksschulinspektorinnen, Landesschulinspektorinnen dann zu Qualitätsmanagerinnen umbenannt. De facto aber bitte bleibt Ihre Aufgabe dieselbe, denn das, was wir hier haben, strategische Begleitung von Schulleiterinnen und Schulleitern, Kontrolle der Rechtskonformität von Entscheidungen, die an Schulen getroffen werden, das versteht sich ja wohl von selbst, das wäre ja wohl jetzt auch schon notwendig gewesen. Was wir hier in diesem Rahmen brauchen, ist sonnenklar und wird von allen Fachleuten auch entsprechend bestätigt. Wir brauchen externe Evaluationen für unsere Schulen und zwar außerhalb des Behördenapparates. Wir brauchen hier Gespräche dieser Evaluierungskommissionen mit den jeweiligen Betroffenen vor Ort, nicht nur mit den Lehrkräften, nicht nur mit den Schulleitungen, sondern auch mit Eltern, auch mit Schülern, auch nicht zu vergessen mit dem Verwaltungspersonal, dem Reinigungspersonal, den Schulwarten und so weiter. Alle gehören hier in diese Evaluationen mit einbezogen. Das wäre der Kulturwandel, den wir anstreben. Diese vorliegende Novelle ist nicht das, was uns hoffen lässt, dass es zu einem Ende des parteipolitischen Einflusses in der Schulverwaltung kommt, zu einem Ende des Proporzes im Schulwesen. Lassen Sie mir auch noch ein paar Worte zum Landeslehrerinnen-Dienstrechtsgesetz sagen, beziehungsweise zum Landesvertragslehrerinnen-Gesetz. Hier wird es künftig möglich sein, Frau Ministerin, und da haben Sie unsere volle Unterstützung, dass wir Standesdenken innerhalb der Lehrerinnen und Lehrer abbauen. Das ist sicherlich ein richtiger Schritt, das ist sicherlich etwas, was uns nach vorne führt.
Was wir aber brauchen hierfür, ist die längst versprochene und ja auch im Regierungsübereinkommen angekündigte, das neue Bundeslehrerinnendienstrecht. Wir brauchen ein neues Besoldungsrecht, wir brauchen ein neues Dienstrecht. Und wenn ich da jetzt höre, dass die wieder einmal die Verhandlungen gestartet werden, jetzt am Montag, ursprünglich war ja schon das Gespräch mit dem Herrn Präsidenten Neugebauer als Startveranstaltung angesagt gewesen. Hier braucht es offensichtlich aus welchen Gründen auch immer erneut einen Neustart. Dann bin ich da wenig hoffnungsfroh, dass wir das zu einem positiven Abschluss bringen können. Vielmehr bestätigt sich das, was wir bei der Einführung der neuen Mittelschule warnend immer wieder in den Raum gestellt haben, nämlich, dass es zu einem Upgrading kommt. De facto ist es so, dass ihnen die Lehrerinnen für dieses Modell neue Mittelschule ausgehen. De facto ist es so, dass kaum Lehrkräfte mit akademischer Ausbildung bereit sind, an den neuen Mittelschulen zu unterrichten. Entgegen den Anzeigen in den Tageszeitungen kann ich Ihnen eine Vielzahl von Schulen nennen. In Vorarlberg sind es fast alle der dortigen 52 neuen Mittelschulen, in denen keine AHS- oder BHS-Lehrerinnen unterrichten. Das ist der eigentliche Grund, warum es künftig einen unbeschränkten Einsatz solcher Lehrkräfte geben soll. Alles in allem muss ich sagen, das ist nicht eine jener Reformen, wie wir sie uns erhofft haben, wie sie unsere Kinder verdienen, wie sie unser Schulwesen braucht. Diese Regierung muss endlich runter von der Bildungsbremse. Wir brauchen eine grundlegende Reform, wir brauchen eine Zielorientierung, wir müssen wissen, wohin die Reise geht. Erst dann kann es entsprechende sinnvolle Reformvorschläge geben. Und dann, Frau Ministerin, dann haben Sie die Grünen auf Ihrer Seite. Frau Abgeordnete Magistra Silvia Fuhrmann, bitte.